Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich einen Skimmer in den Framepool einbauen und somit natürlich auch bei dem Aufstellpool richtig nachrüsten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Einbau mal bei meinem kleinen rechteckigen Intex-Pool, doch das Ganze funktioniert natürlich bei größeren und vor allem auch bei runden Aufstellpools relativ ähnlich. Um die richtige Position vom Skimmer herauszufinden, müssen wir auf jeden Fall mal auf unsere Poolform und vor allem auch auf die Poolgröße achten. Doch hierfür gibt es auch schon spezielle Videos auf YouTube, wo wir einfach die optimale Strömung hierfür herausfinden können. Und in meinem Fall, da muss ich jetzt nicht so sehr darauf achten, weswegen ich mir einfach mal eine stabile Stelle aussuche. Und zwar zwischen diesen zwei Streben. Und das Ganze sollte natürlich dann auch relativ nah bei meiner Einstrimmdüse sein. Von der Höhe her möchte ich natürlich, dass mein Skimmer so hoch wie möglich ist, doch wir können auch schon relativ schnell erkennen, dass wir natürlich hier oben bei der Stelle, wo die Folie zusammengenäht bzw. zusammengeklebt wurde, nicht anbringen kann, weswegen ich hier jetzt auch mal ca. 1 cm Abstand halte. Nun sollten wir unser Wasser aber erst einmal ca. 5 cm unterhalb des Skimmers ablassen, dass wir diesen natürlich auch besser einbauen können. Und hierfür habe ich auch schon spezielle Videos gemacht, was für Möglichkeiten es gibt, das Wasser jetzt richtig aus dem Pool zu lassen. Mein Wasserstand sollte passen, jetzt können wir auch schon mal unseren Rahmen von innen an die Poolwand rangeben, da wo wir später unseren Skimmer auch haben möchten, richten das Ganze mal gerade aus. Bei mir ist das natürlich super, dass ich hier einfach an dem Muster schauen kann, dass es relativ gerade ist, das passt auch und dann fixiere ich es mal ordentlich mit meinen Händen bzw. meinen Fingern. Natürlich kannst du hier auch einfach eine zweite Person zur Hand nehmen und dann mal mit einem ganz kleinen Bohrer hier durch unsere Folie bei allen Löchern durchbohren. Die Löcher für die Schrauben passen, weswegen ich meine Schrauben jetzt auch schon mal durch jedes einzelne Loch grob durchgeben kann. Und als nächstes kann ich meinen Skimmer von außen drauf geben und schaue, dass all meine Schrauben schon grob anpacken. Und wenn die Schrauben grob angezogen sind, nehme ich nochmal einen Schraubendreher zur Hand und ziehe diese wirklich schön fest, dass danach meine Folie hier innen drin auch schön gespannt ist. Mein Skimmer sitzt an Ort und Stelle und jetzt muss ich mir mal noch ein scharfes Cuttermesser zur Hand nehmen und die Folie wirklich sauber am Rand einschneiden. Unsere Öffnung haben wir richtig reingeschnitten und jetzt fehlt natürlich noch die Dichtung zwischen Folie und dem Skimmer. Deswegen sollten wir am besten mal wieder alle Schrauben rausdrehen. Nun können wir auch schon erkennen, dass wir unsere Dichtung öffnen bzw. aufklappen können. Das ist eine sogenannte Schmetterlingsdichtung und da müssen wir einfach darauf achten, dass am Ende die Folie wirklich zwischen unseren zwei Dichtungen richtig sitzt. Bei mir schaut es gut aus, weswegen ich mal den Rahmen mit den entsprechenden Schrauben wieder durch unsere Löcher durchgeben kann. Im nächsten Schritt den Skimmer wieder grob festschrauben. Und zum Schluss final über Kreuz festziehen. Alles sitzt richtig und jetzt können wir mal noch von vorne unsere Blende einfach draufstecken und auf der können wir übrigens auch super erkennen, wo unser maximaler und minimaler Wasserstand sein soll. Als nächstes noch die Skimmerklappe richtig rum anbringen. Hierfür kann ich hier unten zwei solche Stäbe mal nach innen ziehen und dann rasten diese nämlich auch schon von alleine hier unten sauber ein. Auch einen Siebkopf können wir schon einsetzen. Ich mache hier übrigens relativ gerne einen Filtersocken zum groben Vorfiltern drüber. Das hat sich bei mir über die Jahre immer relativ gut bewährt. Und damit der Skimmer während der Benutzung nicht zu stark gegen unsere Poolfolie drückt, würde ich auf jeden Fall mal noch eine passende Stütze darunter basteln.
Wie du siehst, funktioniert mein Skimmer einwandfrei und wie man diesen jetzt übrigens noch richtig an die Sandfilteranlage anschließt, dafür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal. Und somit haben wir so einen Skimmer auch schon in unserem Framepool nachträglich eingebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen Skimmer, eine neue bzw. stärkere Sandfilteranlage oder auch solche Filtersocken hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.